Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner ersten Abendroutine. Ich werde euch zeigen, wie das bei mir abends meistens aussieht und fange auch schon direkt an. Ich komme meistens abends immer vom Sport nach Hause und daher wird auch als erstes meine Tasche abgelegt und direkt danach schlüpfe ich dann in meine bequemsten Sachen ein. Schön wäre es, wenn das Ganze auch so einfach wäre, wie ich das gerade zeige, aber das ist nicht so. Ich schmeiße meistens meine Klamotten immer auf die Couch. Und oh, der beste Teil kommt jetzt, Ladies, und ihr werdet es genau wissen, was es ist. Und zwar ist es dieser Teil, ja. Abends mache ich immer bei mir die Fenster auf, damit es einmal komplett durchgelüftet wird. Und anschließend dann mache ich immer bei mir meistens eine Kerze an, eine Duftkerze, damit das Ganze noch schön riecht. Und eine Kerze gibt eurer Wohnung noch ein bisschen diesen gemütlichen Flair. Da ich wirklich fast jeden Abend ins Fitnessstudio gehe, mache ich mir jedes Mal auch abends mein Proteinshake. Das sorgt einfach dafür, dass die Muskeln schneller wachsen. Und ich nehme immer mein Whey-Protein in der Geschmacksrichtung Kokosnuss. Man kann normales Leitungswasser nehmen, aber ich nehme das Wasser aus der Flasche, weil mir das Wasser aus der Leitung einfach zu kalkhaltig ist in Köln. Und ja, das Ganze wird dann schön geshakt. Und da ich meistens abends faul bin, um zu kochen, gibt es bei mir noch ein Proteinjoghurt. Das Ganze wird dann nochmal schön verfeinert mit frischen Früchten. Und fertig ist eigentlich auch schon ja, mein Essen nach dem Sport. Kommen wir nun zum entspannten Teil. Ich lümmel meistens vor meinem PC und schaue mir meine Serien an. Ich habe für mich türkische Serien entdeckt, auf meiner Sprache übersetzt. Da es bei mir im Leben nicht so viel Drama gibt, gibt es es dafür in meiner Serie. Und ich schaue mir meistens ein, zwei Folgen an von meinen türkischen Serien und kann dabei wirklich super abschalten. Nachdem ich ein bisschen runtergekommen bin, arbeite ich noch ein bisschen von zu Hause aus, indem ich meine E-Mails checke, sie beantworte und auch öfters wichtige Termine eintrage. Und das braucht auch manchmal so 10 bis 15 Minuten am Abend. Und ja, haben wir das getan, machen wir uns auch schon auf zum nächsten Schritt. Ich räume erstmal meine ganzen Sachen von der Couch auf und dann gehen wir auch schon ins Bad. Bevor ich zur Gesichtspflege komme, werde ich mir erstmal die Haare durchbürsten, sodass ich keine Knoten mehr habe und sie dann zu einem Zopf zusammenbinden. Das sorgt dafür, dass meine Haare mich dabei nicht stören. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Schritt. Ich werde mit einem Gesichtstuch erstmal mein Make-up abtragen. Dann kommen wir zum wichtigsten Teil und zwar das Reinigen vom Gesicht. Ich habe von Forio einmal den Night Cleanser zugeschickt bekommen und ich werde das Ganze einfach mal auf mein feuchtes Gesicht auftragen und das auch schön einmassieren, so dass ich das wirklich komplett aufs Gesicht drauf habe. In Kombination zu meinem Night Cleanser gibt es noch ein Forio Luna Gerät. Ich erkläre euch jetzt, wie das Ganze arbeitet. Ihr geht mit dem Gerät übers Gesicht und massiert das Produkt ein. Und so sorgt ihr dafür, dass die Haut von überschüssigem Talg und Schmutz befreit wird. Meine Freundin Chrissy hat auch ein Abendroutine-Video gedreht. Dort verlost sie ein paar von diesen tollen Produkten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann wisst ihr auch, was ihr dafür tun müsst. So, jetzt putze ich mir ganz normal die Zähne mit einer normalen Zahnbürste. Anschließend dann kommt mein Forio Isa Zahnreiniger. Damit gehe ich nochmal über das Zahnfleisch, damit es schön durchblutet wird. Ich habe ein sehr schwaches Zahnfleisch. Aber wenn ihr Kaffeetrinker seid, dann ist das Gerät nochmal super für euch, weil es intensiv reinigend wirkt. Und die Geräte von Forio sind alle wasserdicht. Jetzt kommt mein Rosenwasser und ich gehe damit nochmal übers Gesicht, damit auch wirklich alles entfernt wird. Und zu guter Letzt kommt mein heißgeliebtes Kokosöl. Ich benutze dieses Öl wirklich jeden Abend für mein Gesicht. Es gibt mir Feuchtigkeit. Es wirkt ein bisschen wie Anti-Age und deshalb spare ich nicht an den Augen. Das Beste daran ist, es kommt von der Natur und es ist 100%iges Kokosöl, was ich abgefüllt habe in einer Flasche. Falls ihr fragen solltet, woher ich das habe. So, jetzt creme ich mir noch die Hände ein, das ist auch bei mir ein Muss. Und fertig sind wir auch schon im Bad. So, jetzt wird erstmal gechillt und gechillt. Und gechillt. Und während ich chille, surfe ich im Internet und zwar immer auf meinen Seiten wie Instagram.
ja, Snapchat und dann auch zu guter Letzt auf Facebook. Ich verlinke euch das Ganze, damit ihr wisst, wo ihr mir noch folgen könnt. Naja, dann wird es auch schon Zeit für mich zu schlafen, aber ich schlafe nie direkt, sondern ich bin wieder am Handy. Naja. Ja, ihr seht, das war es auch schon von mir und meiner Abendroutine. Ich verlinke euch noch hier Chrissys Video. Dort könnt ihr auch noch an einer Verlosung teilnehmen, denn sie wird ein paar von diesen Furio-Produkten für euch verlosen. Und des Weiteren würde ich sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.